Herzlich willkommen zusammen hier zu meinem zweiten Video zu dem Black & Decker PD1200 AV Autostaubsauger. Und in dem letzten Video, kurz zur Information, hatten wir uns ja angeschaut, zum einen, was in der Verpackungseinheit alles mit drin ist und wie gut sich das Ganze auseinander und wieder zusammenbauen lässt. Heute schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an, wie gut die Reinigungsleistung ist, wie laut das ganze Gerät wird und natürlich dann auch, wie gut das Endresultat aussieht. Ich habe mir dazu drei Schwierigkeitsgrade hier im Auto ausgesucht. Wir starten einfach gleich erstmal mit dem Bürstenkopf, mit dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, sage ich einfach mal, nämlich der einfachen Staubentfernung bzw. des leichtesten Dreckes hier im Auto. Hier in dem Mittelkonsolenfach oder der Mittelkonsolenfachabdeckung kann man auch hier schon ganz gut sehen. Hier haben wir so ein bisschen Dreck. Ansonsten viel Staub und das sollte der auch ohne Probleme hinbekommen. Des Weiteren, dann kommen wir zum zweiten Schwierigkeitsgrad, nämlich hier meine Gummifußmatte im Auto. Hier kann man auch schon richtig gut sehen, jetzt auch noch ein bisschen aus der Winterzeit. Hier hinten links haben wir noch ein Stück Papier liegen. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Erde, ein paar Steinchen und einiges an Dreck. Und der dritte und letzte Schwierigkeitsgrad wird natürlich der Teppich sein. Und dazu nehmen wir dann hauptsächlich die Lanzette. Hier kann man auch ein bisschen sehen, da hat sich so ein paar Ästchen und Blättchen so schon unter den Teppich gewirbelt. Das ist natürlich immer eine Herausforderung für einen Staubsauger, kennt wahrscheinlich jeder von euch irgendwo. Und dass man da jetzt nicht unbedingt nochmal extra mit der Hand ansetzen muss, wird auch schon mal hierunter schwierig. Eine weitere Stelle, die hier auch schwierig wird, auch noch den Teppich betreffend, ist besonders hier zwischen Sitz und Mittelkonsole. Ich gucke mal eben, ob der das so weit hinbekommt. Da könnt ihr es sehen. Hier zwischen, da lagert sich natürlich leider immer schnell und oft viel Dreck ab, das nervt auch ein bisschen und da müssen wir mal sehen, ob wir da überhaupt mit der Lanzette rankommen. Ja, und das soweit hier zum Vorwort zu dem Ganzen. Ich habe den gerade mal kurz angemacht, um mal zu hören, wie laut der ist. Der hat schon eine gewisse Lautstärke und deshalb machen wir jetzt Stück für Stück die einzelnen Anwendungen. Das werde ich jetzt auch nicht kommentieren, das könnt ihr dann einfach besser so direkt mal hier sehen. Ja, starten wir direkt mal damit und los geht's. So, da habe ich jetzt den Staubsauger als erstes einmal hier angeschlossen mit der 12 Volt Steckdose. Hier bei mir in der Mittelkonsole ist der Anschluss. Und jetzt klappen wir als erstes mal hier den Borstenkopf aus. Das geht ja ganz einfach mit einer Hand. Und dann hier auf der anderen Seite, machen wir mal eben so, ist der An- und Ausknopf. Hier, wenn ich den von der Seite eindrücke, geht der gleich an. Und wenn ich den von der anderen Seite drücke, geht er dann wieder aus. So, jetzt könnt ihr mal selber hören, wie laut das Ganze wird. Ja, und da konntet ihr jetzt schon mal den ersten Teil hier sehen. Also hier hat das richtig gut hinbekommen. Aber wie gesagt, das ist auch wirklich die einfachste Aufgabe. Hätte der diese schon nicht bestanden, hätte ich es für schwierig empfunden. Aber das ist wirklich schon mal gut gelaufen. Die Lautstärke habt ihr jetzt auch gehört. So müsste die auch 1:1 in der Realität sein. Also wenn ihr den selber hättet, von der Lautstärkeverschiebung kommt es natürlich auch drauf an, natürlich wie laut ihr eure Lautsprecher habt. Gut, aber das schon mal erstmal dazu. Jetzt als nächsten Teil kommen wir hier dann entsprechend zu dem Gummiteppich. Und dazu klappen wir das Ganze dann hier vorne einmal ein. Das geht auch ganz einfach. Da sieht man es. So, hier oben haben wir dann die Öffnung. Damit streiche ich dann einfach gleich ganz glatt einfach hier drüber. Mit einer Hand ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Deshalb verzeiht mir das Ganze, dass es jetzt nicht gerade so optimal hier läuft. Aber anders geht es jetzt gerade leider nicht. Gut. Starten wir direkt hier mit und dann können wir uns hier auch direkt mal das Resultat von außen sehen. Starten wir einfach mal wieder damit, den hier anzumachen und los geht das Ganze.
So, ich glaube, das konntet ihr jetzt auch gerade schon ganz gut hören, wie hier so die kleinen Steinchen und alles durch den Schlauch durchgeflogen sind. Hier, das funktioniert auch wirklich wunderbar, hier auch gerade mit dieser offenen Stelle. Ich hatte jetzt noch gerade schnell meine Hand mal davor gehalten, um mal zu sehen, wie stark die Reinigungsleistung ist, beziehungsweise Saugleistung hier. Ist auf jeden Fall wirklich ordentlich, kann man soweit nicht drüber meckern. Also hier, wenn ich jetzt auch mal drüber streiche, ja, fühlt sich auf jeden Fall deutlich sauberer an. Natürlich bei Gummi müsste man natürlich nochmal mit einem Tuch, mit einem feuchten Tuch oder ähnlichem drüber. Aber das Ganze funktioniert wirklich super einfach und einmal drüber gehen reicht bei dem Kleinen schon, dass er das so weit wegbekommt. Also ja, das ist auf jeden Fall ordentlich. Machen wir noch kurz ein kleines Stück hier von weiter, damit ihr das auch besser hier sehen könnt. Ich fokussiere mal ein kleines bisschen näher oder ich zoome mal näher dran. So, und das machen wir jetzt mal direkt weg. Ja, und das Ganze konntet ihr jetzt schon testweise sehen, also hier auf der Gummifußmatte auch überhaupt kein Problem. Gerade auch so diese kleinen Steinchen, die sich teilweise schon so ein bisschen festgetreten hatten, gingen auch ohne Probleme weg. Und jetzt kümmern wir uns noch um den dritten und letzten Punkt, natürlich Teppichflächen. Erstmal starten wir hier an der linken Seite und dann gehen wir zum Schluss noch über hier zu der Mitte, zwischen dem Sitz und der Mittelkonsole. Eine Kleinigkeit ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, jetzt im laufenden Betrieb. Das riecht so ein klein bisschen wie verbrannt, das Ganze hier. Ob das jetzt normal ist oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, da ist schon ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz, Reinigungsleistung ist hier auf jeden Fall schon mal gegeben. Und dann wechsle ich mal kurz hier oben den Aufsatz. Wie das Ganze funktioniert, hatte ich euch ja auch schon im ersten Video gezeigt. Und dann geht es hier auch direkt gleich weiter. So, der Aufsatz ist jetzt hier gewechselt und das ging auch super schnell. Wie das Ganze funktioniert, das könnt ihr in meinem anderen Video sehen. Und jetzt starten wir hier gleich direkt mit der Teppichfläche als erstes hier an der linken Seite. So, damit schmeiße ich den Kleinen wieder an und starten wir auch direkt einfach mal. Kann man das jetzt sehen? Ja, müsste man. Sonst richte ich das mal ganz schnell anders aus. So, da könnt ihr es jetzt auch gerade nochmal hier ganz schön sehen. Hier hat das wirklich super gut geklappt. Hier hinten war schon ein bisschen schwieriger gewesen, aber hier hat noch alles soweit gut funktioniert. Und jetzt kommen wir zu der letzten Teppichfläche und da sehe ich jetzt schon ein Problem, aber das zeige ich euch jetzt einmal. So, hier noch einmal die Situation bzw. im Vorher-Nachher-Effekt. Kommt er jetzt hier runter? Schafft er das? Ja. So, wenn ich jetzt mit der Lanzette hier runtergehe, das Problem hatte ich bereits schon im Unboxing-Video angesprochen. Ich muss den Sitz ein Stück weit eindrücken, dass ich hier reinkomme, aber das wird schon schwierig und ja, ob das jetzt funktionieren wird, ich weiß es nicht genau. Aber das war auch schon das Problem, was ich mit meinem alten Staubsauger hatte. Hier, die Lanzette könnte wirklich mal ein kleines Stück länger sein. Gut, machen wir den Staubsauger wieder an, probieren wir das Ganze mal aus. Hier seht ihr nochmal, wie es jetzt aussieht. Da und ja, probieren wir einfach mal.
So, wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, funktioniert hat das Ganze aber auch, also optimal ist das nicht, so wie das hier funktioniert, dass ich hier da mit der oder mit dem Kopf hier oben richtig rein muss und quasi je nachdem, was für Materialien vorhanden sind, mir theoretisch hier auch leichte Kratzer einfangen kann. Gut, bei dem Material macht es jetzt nichts Wirkliches hier, bei dem Hartplastik, da sieht man es vor allem auch nicht ganz so dolle. Ja, wobei hier hat man schon eine ganz kleine Stelle hier. Kann man das sehen? Da haben wir jetzt so einen kleinen Ratscher schon, der jetzt hier von einem dieser kleinen Pinöppel hier eingefahren ist. Also das ist wirklich nicht optimal. Das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt an dem kleinen Staubsauger habe. Ansonsten, wie gesagt, Reinigungsleistung und alles konntet ihr jetzt selber hier sehen. Funktioniert wirklich super, super gut. Teppiche könnt ihr damit auch gut absaugen. Und das war es jetzt soweit hier von dem Anwendungsvideo hier von mir. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis dahin und tschüss.